Hier ist was los. Hüpfte gerade ein Buntspecht vor meiner Nase. Kein Buntspecht, ein Grünspecht. So. Süß. War kaum zu sehen vor dem. Da saß er gerade noch im Baum. Ist er weggeflogen. Putzig. Das sind die Geldkarten. Da gibt es ganz viele von. Die legt man sich beiseite. Du hast 3 Züge, wenn du dran bist, immer. Okay. Jeder Zug. Erst spielen wir durch. Monopoly Deal. Zeig doch mal die Packung bitte. Das da. Ja, ja. Und sie sagt immer, sie verliert immer. Wer hat gewonnen? Aha. Merkt ihr was? Und dann kann Betty machen. Und das geht wieder los. Wir fahren alle mit der Achterbahn. Ach so, die ist hier. Aber ja, Betty gleich gekauft. Natürlich. Wenn man schon anfangen darf. Und nee, kriegst du noch nicht. Ist ja noch gar nicht zu Ende, oder? Dann, nee. Nee, das wird völlig verwirrt. Aber wir sind wieder im Meepleland. Man sieht nicht, weil die Kamera wieder super unscharf ist. Ich liebe sie. Naja, ihr könnt euch denken, Meepleland. Wow. Der berühmte Pumpkin Spice Latte ohne besonderen. Oh, und dann gibt es den Kuchen dazu, bin ich gespannt. Steffi sagt, ich kenne den schon, ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Ich schwöre, jetzt sind wir beide da mal. Es war es noch. Und da war ich auch so begeistert und habe gedacht, oh mein Gott, der Kuchen ist so lecker. Kann sein, es ist ewig her. Wo wir das letzte Mal beim Pumpkin Spice Latte geholt haben. Eben. Ich war ja auch schon ewig nicht mehr bei Starbucks. Genau. Wie auch. Das nächste Spiel ist ausgesucht, wir sind gespannt. Mach ruhig. Ich verkaufe die jetzt. Mhm. Die Karten und kriegst schon eine Stufe dazu. Was heißt das denn schon wieder? Ja, ich weiß, Steffi hat mehr Stufen. Sie gewinnt hier hinten schon wieder. Ich habe jetzt 3 Stufen. Es ist Schlafen geht Zeit. Ich wollte mich wenigstens auch mal per Gesicht melden heute. Das habe ich nämlich, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Es war ein sehr, sehr schöner Tag. Mhm. Wir haben insgesamt 3 Spiele gespielt, wie ihr gesehen habt. Alle sehr lustig, alle sehr spaßig. Das ist auf jeden Fall wiederholungsbedürftig. Und jetzt ist es, weiß ich nicht, nach 0 Uhr oder so. Ich komme nicht um meine Uhr ran, weil meine Jacke zu eng ist. Ah, Sekunde. So, zack. Hallo. Nee, ist noch nicht 0 Uhr, es ist fast 0 Uhr. Ja, und ich will jetzt schlafen gehen und morgen den Rechner tatsächlich anmachen. Weil ein Webinar morgen ausläuft quasi. Das heißt, dann kann man es nicht mehr angucken. Was ich ein bisschen schade finde, aber okay. Auch okay, dann muss ich die beiden, die ich verpasst habe, eben morgen gucken. Und es waren die Woche 2, Dienstag und Donnerstag. Und ich habe sie beide halt nicht gucken können, weil es war während der Arbeitszeit und da konnte ich es nicht sehen. Seitdem saß ich im Büro. Ich hätte sehen können nebenbei. Und das andere war halt, als wir einen Termin hatten. Genau zur gleichen Zeit. War auch schlecht. Genau. Deswegen werde ich es mir morgen angucken. Aber das Handy dann immer auslassen. Und übermorgen wird es wahrscheinlich genau umgekehrt sein, dass ich das Handy an der Hand habe und den Rechner wahrscheinlich nicht. Ich gehe mal davon aus. Das ist einfach ein bisschen Zwitsche. Oh Gott, ich bin so müde. Oh. Ja. Gut. Ich habe auch schon ein Kapitel gelesen heute. Mehr nicht. Mehr habe ich nicht geschafft. Und wie gesagt, jetzt geht's schlafen. Ich bin sehr, sehr müde. Aber es war ein schöner Tag. Eine schöne Abwechslung vor allem auch mal wieder. Ich liebe ja Spiele spielen. Und man hat noch so viel. Ich habe auch noch den verlassenen Freizeitpark, den ich noch nicht gespielt habe. Könnte man beim nächsten Mal ausprobieren und so. Genau. War das ein Freizeitpark? Na, so ein. Ja. Schon irgendwie. Zirkus, Jahrmarkt. Irgendwas, fragt mich. Genau. Okay. Dann sehen wir uns morgen wieder. Ich hoffe, dass das Video lang genug ist für ein einziges Video, was sollte eigentlich werden. Ich schätze mal. Ich hoffe es einfach mal. Bis morgen.